Warum bin ich hier? Weil ich schon immer mal wieder Sachen gehört habe von England, was dort so passiert. Und es interessiert mich irgendwie, weil ich merke, da ist von vielen die Rede, wo ich auch mich danach sehen würde. Und ich habe mir erhofft, dass ich hier nochmal ein bisschen konkrete Inspiration kriege für das Leben in der Gemeinde vor Ort. Ich bin hier, ja, freue mich da immer mal wieder so Sachen zu erfahren, wie es weitergehen kann und allgemein auch, was sich entwickelt, wie es sich entwickelt. Und ja, da freue ich mich auch drauf, das dann umzusetzen und das dann, ja, und da anderen Leuten zu helfen oder wie auch immer. Ja. Ich bin Mitglied im Kirchengemeinderat und auch in der Jugendarbeit tätig. Und für uns ist das Thema Gemeindeentwicklung, Weiterentwicklung der Gemeindearbeit ein ganz wichtiges Thema. Wir haben auch schon verschiedene neue Dinge probiert und sind deswegen ganz gespannt, hier zusätzlich noch neue Impulse zu bekommen. Ich studiere Theologie in Liebenzell auf dem theologischen Seminar und mache gerade ein Praktikum, ein Gemeindepraktikum ein Jahr lang und habe da jede Woche die Möglichkeit, einen Studientag zu haben und habe jetzt ein paar Studientage zusammengezogen, um hier zu sein, um einfach mir neue Gemeindeformen anzuschauen, zu schauen, ja, was man alles machen kann, um ja, neue Gemeinde zu gründen, neue Formen wahrzunehmen, um eben in der Landeskirche neue Formen zu wagen. Zu wagen auch, ja. Ja, also mein Pfarrer von unserer Kirchengemeinde hat mich dazu eingeladen und ich bin selber interessiert, weil ich wegen Mitarbeit in der Kirche und eigentlich auch möchte, dass so viel wie möglich Menschen erreicht werden in unserer Kirchengemeinde. Ich bin auf dem Gemeinde 2.0-Kongress, weil ich Theologie studiere und auch sehr interessiert bin, welche Entwicklungen zurzeit stattfinden. Und weil ich hier auch viele Kollegen und Freunde treffen möchte und gespannt bin auf die Seminare. Ich fand es voll cool, was in England geschieht und ich dachte, gute Ideen sollte man sich anhören und schauen, was man übernehmen kann. Ja, warum ich hergekommen bin? Weil ich mich inspirieren lassen möchte. Und es ist bereits heute Morgen passiert, was der Bischof gesagt hat, dass wir eine neue Begegnung mit Jesus brauchen. Und dann passiert alles Weitere. Das hat gesessen. Es war gut. Weil es mich interessiert, was es für neue Formen gibt innerhalb unserer Kirche, wie man Leute erreichen kann, wie man das Evangelium weitersagen kann. Ja, wie man einfach Menschen weitersagen kann vom Glauben. Also ich studiere Religionspädagogik und soziale Arbeit und deswegen finde ich den Kongress jetzt ziemlich interessant für meinen Beruf, um ein paar Ideen zu kriegen, wie man Leute mit dem Evangelium immer erreichen kann, gerade auch Leute, die sonst in eine normale Gemeinde einfach nicht gehen, einfach da ein paar Ideen sammeln.